was habe ich gehört, Gedankenleser? Stone liquidiert. Kurz nach seinem Tode, Besuch eines angeblichen Liebhabers von Aktfotos. Bis jetzt nicht identifiziert. Dann haben sie abgeschaltet. Mhm. Bravo. Es ist ihm gelungen, unsere Nummer 23 zu töten. Nummer 16 und Nummer 27 sind noch immer bewusstlos. Ende. Haben Sie eine Vorstellung von dem Mann? Er entzieht sich noch meinem Einfluss. Bravo, dann sind Sie also auch nicht unfehlbar. Überwachen. War Caporetti eigentlich ein guter Pilot? Warum fragst du? Tut er dir leid? Ich frage mich, wie es wohl sein wird, wenn sie uns eines Tages auf die Sprünge kommen und uns ausheben. Manchmal wünsche ich es mir fast. Ich habe es satt, hier rumzusitzen. Das ist das reinste Gefängnis. Ja, ich möchte mal wieder durch eine Stadt gehen. Unter Leute kommen, in einer Bar hocken. Ja? Hallo Nummer 1, hier Chloe. Reden Sie laut und deutlich, das Auge hört mit. Der Mann, der Sandra Perkins auf Schritt und Tritt begleitet, ist identisch mit dem Mann, der das Flugzeug gelandet hat. Er ist auch identisch mit dem Mann, der in Stones Atelier war. Offensichtlich hat er Ärger mit der Polizei. Sie hat ihn gerade abgeholt. Sandra Perkins ist in das Hotel Lucia umgezogen. Sieht nach Liebe aus. Ende. Warum ist eigentlich dieser ganze Rummel um das Mädchen? Henry Perkins zahlt 500.000. Das erste Mal, dass ich mir mit Hilfe der Organisation ein Geschäft erlaube, dessen Erlös in meine Privatkasse fließen wird, sozusagen in die Pensionskasse für das kommende Privatleben. Mich wundert nur, warum es unser Freund aus Rom mit dem Ableben der Dame so eilig hat. Wenn er 500.000 zahlt, verdient er bestimmt 10-mal so viel. Ja, das denke ich mir auch. Und was soll der liebe Perkins eigentlich mit all dem vielen Geld anfangen? Vielleicht will er sich auch pensionieren lassen. Dafür gibt es verschiedene Methoden. Entschuldigen. An Nummer 11 in Rom. Henry Perkins ist sofort hierher zu bringen. Und sorgen Sie dafür, dass er keine Schwierigkeiten macht. Ende. Was passiert so lange mit dem naiven Häschen? Sie soll sich erst mal von diesem dubiosen Herrn trennen. Vera!